Auch gleich zu Beginn freuen wir uns und sind gespannt auf das Gespräch mit diesem Mann. Diplompsychologe eigentlich, vor allem aber ein echter Computercrack, Sprecher des Chaos Computer Clubs, den wir fragen wollen, wie ist es möglich, dass ein 20-Jähriger, der noch zu Hause bei Mama und Papa wohnt, an Handynummern, Adressen, Ausweise, Briefe der Kanzlerin, Kreditkartendaten von bekannten Persönlichkeiten und private Familienfotos von beispielsweise Robert Habeck kommt. Er sagt, mich überrascht all das nicht. Und man muss noch nicht mal besonders viel können, um an all diese Daten zu gelangen, sagt einer, der beispielsweise auch die Software für die letzte Bundestagswahl durchleuchtet hat. Und der sagt, diese Software haben wir zu Testzwecken gehackt. Und sie war dermaßen schrottig, dass man sie am Ende nur noch entsorgen konnte. Und wir fragen, wie kann das sein, dass in einem Hightech-Land wie Deutschland offenbar Wahlen so leicht zu manipulieren wären? Fragen wir Linus Neumann. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Also, schönen guten Abend in die Runde. Mal ganz kurz angeknüpft, bevor wir gleich über das sprechen, was da passiert ist. Diese Software zur Bundestagswahl, die war tatsächlich solcher Schrott, dass man damit hätte Bundestagswahlen manipulieren können? Ja, also das ging los mit einem Kollegen Martin Schirsich, der sich das mal angeschaut hat und da klassische Fehler gefunden hat, um in Hessen mehr oder weniger in der Position zu sein, alle Wahllokaldaten, die an einem zentralen Server akkumuliert wurden, dort zentral zu ändern. Es war kein großes Problem. Der brauchte einfach nur so Passwörter wie Test, Test und Test, Wahlen, schönes Passwort. Ja. Wahlen, FTP, nicht FDP. Ja. Und dann war das soweit, dass er das in Hessen irgendwie quasi vollständig manipulieren konnte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, auch noch mit Thorsten Schröder, und haben gesagt, so jetzt irgendwie jedes Bundesland einzeln zu hacken, wäre eigentlich ein bisschen mühselig. Nehmen wir doch lieber einfach die Software und gucken uns die nochmal an. Und dann haben wir da noch ein paar Monate drauf rumgeforscht, bis wir dann am Ende in der Lage waren, auf vielfältigen Wegen eigentlich alle Stimmen, die mit dieser Software ausgezählt werden, zu manipulieren. Ich muss eine Einschränkung geben. Das wäre im Zweifelsfall 2-3 Wochen später aufgefallen, wenn dann noch mal eine zweite Kontrolle kommt. Also wir hätten das vorläufige amtliche Endergebnis quasi manipulieren können. Es wäre dann aber irgendwie in dem Fall bei der Wahl 2017, war die, glaube ich, was so 14 Tage oder 3 Wochen später wäre es dann aufgefallen. 2017, die Wahl, bei der Herr Kubicki fast Minister geworden wäre, aber das ist ein anderes Thema, reden wir bei anderer Gelegenheit noch mal drüber. Herr Kubicki, sind Sie überrascht, dass Sie nicht gehackt worden sind? Nein, ich bin nicht prominent genug offensichtlich. Hören Sie auf. Sind Sie gehackt worden? Nein. Das ist auch komplizierter als bei denjenigen, die freiwillig mit ihren Passwörtern umgehen oder Passwörter haben, die man leicht nachspielen kann. Also 1, 2, 3, 4, 5 ist ja eine Standardgeschichte. Oder den eigenen Namen zu verwenden oder den Namen der Ehefrau oder der Kinder. Ja. Was haben Sie für Passwörter? Kubicki 66 oder? Ich habe eine ganze Reihe verschiedener Passwörter. Also ja, die Sie wie sichern? Die meisten kenne ich selbst gar nicht. Das ist auch sicher, wenn das man ist, die gar nicht kennt. Das ist sogar sehr sicher. Beispielsweise werden Passwörter beim Deutschen Bundestag mittlerweile von der IT-Administration vergeben. Ich sehe da nur die schwarzen Punkte, wenn ich mein Passwort mir angucken will. Und bei einer Kanzlei ist es genauso. Wir sind deshalb besonders geschützt, weil wir natürlich interessante Mandate haben, die ja auch anfällig wären für entsprechende Informationsgewinnung. Und da macht das auch der Systemadministrator. Das heißt, aber wenn Sie dann in Ihre privaten Accounts rein wollen, welche Passwörter benutzen Sie dann? Oder macht das Ihre Frau aus Sicherheitsgründen einfach? Das wäre fatal, wenn meine Frau meine sämtlichen Passwörter kennt. Das glaube ich, ja. Meine Privatsphäre gehört auch mir. Nein, aber in der Tat ist das bei uns, gerade weil wir auch aus dem anwaltlichen Beruf heraus besondererweise ja Objekte oder Subjekte der Begierde sind, schon ganz ordentlich gemacht, soweit es überhaupt geht. Das heißt, Sie schützen das wirklich ganz bewusst und ganz gezielt? Ja, und die werden auch regelmäßig geändert, die Passwörter. Also die haben nur eine Verweildauer von 4 Wochen bis 3 Monaten. So, Herr Neumann, ist das sozusagen der erste, wäre das der richtige Schritt? Oder anders gefragt, hat Sie das überrascht, wie leichtfertig offenbar auch Spitzenpolitiker, die ja nun auch große Verantwortung tragen, mit ihren Daten umgehen? Na, man sieht ja, die meisten Accounts, die da geknackt wurden, waren private Accounts. Also da, wo jemand anders, in dem Fall die Bundestagsverwaltung, versucht, irgendwie zu einer besseren Sicherheitspraxis zu zwingen, da ist dieser Angreifer jetzt nicht reingekommen, hat sich aber auch auf diese einfachen privaten Accounts spezialisiert. Und da gehen Leute natürlich
ich will nicht sagen achtlos mit um. Meistens ist es einfach ein Unwissen darüber, wie einfach quasi ein Passwort zu erraten ist oder wie verheerend es ist, ein Passwort zu nehmen, was überall gleich ist. Machen Sie es mal Beispiel. Also wie funktioniert so eine Kette? Oder anders gesagt, wie kann einer, der irgendwo in Mittelhessen 20 Jahre im Zimmer oder im Keller, wo auch immer sitzt, an solche Daten kommen? Also ob der bei Mama im Zimmer sitzt, in Mittelhessen oder in auf den Malediven, das ist egal, das ist Internet. Ja, das geht immer. Das ist das Schöne, deswegen ist das Internet für uns Hacker so interessant. Und also so wie es aussieht, dieser Angreifer hat jetzt keine übermäßigen technischen Schwachstellen ausgenutzt. Laut Aussage des BKA hat er auch keine Schadsoftware zum Einsatz gebracht. Das heißt, er hat jetzt nicht Leute mit Viren infiziert oder so, sondern das Ziel von diesem Angreifer war immer, ich brauche letztendlich das Passwort oder einen gleichwertigen Zugang zu dem Account. Und Sie haben ja gerade auch schon sehr elegant schon mal versucht, so nach dem Passwort zu fragen. Elegant war das nicht, aber ich habe es versucht. Doch, also machen Sie es 100 Mal, dann wissen Sie, wie elegant das ist. Ja? Also eine Methode, die 5 von 100 Mal ganz gut funktioniert, ist gar nicht so schlecht. In Wirklichkeit wollen Sie natürlich gar keine Chance haben. Ja. Also was wäre eine Möglichkeit, nach dem Passwort zu fragen? Sie schicken einfach mal so eine E-Mail, in der Sie sagen, hier es droht ein Ungemach, wenn du nicht sofort jetzt hier klickst und dich einloggst. Und dann geht man auf eine Seite, da ist dann quasi die gefälschte Login-Seite, die Sie jetzt von Facebook erwarten würden, sieht genauso aus, ist auf einem anderen Server. Sie geben Ihr Passwort 123 ein und in dem Moment gehört es schon dem Angreifer. Ne? Also man fälscht quasi den Login-Prozess. Sehr häufig muss man noch nicht mal so weit gehen. Leute verwenden einfache Passwörter, die sich erraten lassen. Oder ganz verheerend überall das Gleiche, weil dann brauche ich ja nur einen Account irgendwann einmal zu knacken, um dann zu wissen, wie im Zweifelsfall das Passwort zu allen anderen lautet. Und es sieht danach aus, dass hier eine Reihe an unterschiedlichen derartiger Angriffstaktiken zum Einsatz gekommen ist und die Personen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die betroffen waren, die haben dann auch mehr oder weniger zähneknirschend zugegeben, dass ihr Passwort wahrscheinlich jetzt nicht das Tollste war, dass sie keine Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt haben. Ja. Robert Habeck zum Beispiel, Kanzler 2019, ist kein gutes Passwort, finde ich so. Als Beispiel jetzt nochmal, ne? Kein gutes Passwort, vor allem jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt, wo es bekannt ist. Ja. So, jetzt sitzt da dieser 20-Jährige und trägt das alles ganz akribisch zusammen. Das ist ja tatsächlich ein Krimi, von dem Sie aber trotzdem sagen, man muss das medial auch nicht so aufbauschen. Das ist nicht der größte Hackerangriff aller Zeiten, sondern da muss man genau hinschauen. Da operieren wir auch teilweise mit Begriffen, die eigentlich miteinander gar nichts zu tun haben. Wie würden Sie das beschreiben, was da passiert ist? Also erstmal muss unterschieden werden, wer wurde da gehackt und wessen Daten wurden veröffentlicht. Daten wurden veröffentlicht von, ich glaube, ungefähr 1000 Personen waren so die Zahlen. Wirklich gehackt wurden um die 50, sind die offiziellen Zahlen. Das heißt, Sicherheitsprobleme hatten eigentlich nur diese 50 Leute. Es hat aber offenbar ausgereicht, um die persönlichen Daten von vielen anderen zusammenzutragen. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier, Herr Kubicki kennt sein Passwort nicht, schlechtes Angriffsziel, hacken wir Sie. Ich kenne es auch meistens nicht, aber ja. Hacken wir Sie und gelangen darüber an Ihr E-Mail-Postfach, an die Personen, mit denen Sie kommuniziert haben, unter Umständen an ein Adressbuch. Dann habe ich natürlich schon mal die persönlichen Daten von sehr vielen anderen Personen. Mhm. Aus einer Vorwahl lässt sich dann vielleicht auch noch eine Adresse dazu finden, wenn man schon mal weiß, die persönliche Telefonnummer ist da und da. Und diese Daten wurden von dem Angreifer offenbar über sehr langen Zeitraum zusammengetragen. Also akribische Kleinstarbeit, die jemand da geleistet hat. Da ist eine ganze Menge Arbeit drin. Der war ja auch sehr stolz darauf. Er wollte das ja auch der Welt mitteilen, dass er diese Arbeit geleistet hat. In einem Adventskalender hat er das gemacht, originellerweise. Genau, also er war, erste Angriffe sind, glaube ich, 4 Jahre her. Der hat sich da so zunächst im YouTube-Umfeld rumgetrieben und offenbar unterschiedliche bekannte YouTuber gehackt, die offenbar entweder für ihn attraktiv waren, weil die bekannt waren, oder weil sie irgendwas gesagt haben, was ihm jetzt irgendwie gerade nicht passte. Ja, weiß ich nicht. Offenbar wurde er ja zitiert damit, dass er mit den Äußerungen einiger Politiker nicht einverstanden war und dann erstaunlicherweise ausgerechnet die AfD nicht gehackt hat. Was ist Ihre Erklärung dafür? Naja, also
man sollte sich vielleicht, er hätte wenigstens so 2, 3 Alibi-Daten von der AfD darunter mischen können, um nicht ganz offensichtlich zu machen, wo irgendwie seine politische Gesinnung ist. Ne? Oder einfach deswegen, weil Alexander Gauland vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig viel im Netz unterwegs ist? Ja, das aber gerade bei Leuten, die nicht so viel im Netz unterwegs sind, ist es eigentlich am Ende einfacher, sie zu hacken, ja, weil die ja dann auch, weil ihnen ja vielleicht ein bisschen der Umgang damit fehlt oder ein Verständnis dafür fehlt. Also da scheint schon so, dass diese Partei da jetzt aus Gründen der Sympathie, aus irgendwelchen Gründen ausgelassen wurde. Warum macht jemand sowas, die Psychologie dahinter? Sie sagen, der will das dann auch präsentieren, der ist auch stolz darauf. Ist das gleichzeitig dann auch der wunde Punkt wiederum? Also, Sie können als erfolgreicher Hacker entweder erfolgreich sein oder berühmt dafür. Sie wollen nicht beides. Das geht nicht. Ne? Sie können nicht erfolgreich und berühmt sein. Das geht auf Dauer nicht gut. Und das Sie haben in dem Zusammenhang gesagt, man kann entweder ein berühmter Bankräuber werden oder ein erfolgreicher Bankräuber. Genau. Das ist das Gleiche. Wenn Sie 50 Banken ausrauben und den Ball ganz flach halten. Wenn Sie 50 Banken ausrauben, dann ist das Schlechteste, was Sie machen können, sagen, Sie haben diese 50 Banken ausgeraubt. Ja, ist richtig. Also der Fehler ist, oder das Problem besteht darin, Sie haben ja bei jedem einzelnen dieser Angriffe im Zweifelsfall vielleicht einen Fehler gemacht. Zum Beispiel so einen Fehler wie, ich chatte jetzt mal einfach mit dem Angriffsziel eine Zeit lang und verhandle darüber, ob ich den Account zurückgebe oder nicht. Oder ich erzähle anderen Leuten davon, was ich als nächstes mache oder dass ich gerade meinen Computer verbrannt habe oder sonstiges. Ja, also es sind ja sehr, sehr viele klitzekleine Fehler, die insgesamt aber mit 50 potenziert einfach ein sehr klares Bild ergeben. Und das ist dann der Grund, warum man den auch relativ schnell jetzt auch gekriegt hat? Es gibt auch technische Spuren, die am Ende den Beweis geliefert haben. Mhm. Soweit ich weiß, sind die nicht öffentlich. Deswegen will ich da jetzt auch nicht viel zu sagen. Aber ich glaube, er hätte sich sehr viel Arbeit oder sehr viel Ärger sparen können, wenn er sich dieses etwas pubertäre Gehabe gespart hätte. Ganz grundsätzlich, ist das etwas, von dem Sie sagen, das zeigt einmal mehr, dass wir zu leichtfertig mit unseren Daten umgehen? Was ist mit den ganzen Social-Media-Accounts, mit Twitter, mit Facebook? Was kann man machen, was sollte man lieber lassen? Also kurze Tipps. Ja. Überall ein anderes Passwort verwenden. Machen Sie das Passwort so lang, wie der Dienst zulässt und zufällig, sodass Sie es sich selber gar nicht merken können. So wie Herr Kubicki. Ja. Dann sammeln Sie diese ganzen Passwörter, die Sie sich ja nicht mehr merken können, in einem Passwort-Safe, also in einer verschlüsselten Datei, zu der Sie dann ein möglichst sicheres, sehr langes Passwort haben. So haben Sie jetzt also die Situation, sollte Ihnen eines dieser Passwörter mal abhanden kommen, sind wenigstens nicht alle direkt verloren. Mhm. Sichern Sie das E-Mail-Konto besonders ab, weil aus dem E-Mail-Konto lassen sich ja alle anderen Passwörter immer wieder herstellen. Das ist auch das, was hier regelmäßig getan wurde, zumindest bei den Personen, mit denen ich in Kontakt stehe, dass der Angreifer sich halt das E-Mail-Konto geschnappt hat und dann einfach Facebook, Twitter und so weiter die Passwortwiederherstellungsfunktion ausgelöst hat, um so wieder anders. Ach okay, das heißt, du schreibst die dann quasi an, sagst, ich habe mein Passwort vergessen. Das bieten ja viele Plattformen ja auch an und schicken die dann Neues. Wissen Sie, es verlieren so viele Leute ihre Passwörter. Facebook könnte ja gar nicht mehr operieren, wenn sie mit jedem einzelnen dieser Personen telefonieren würden. Da gibt es einen einfachen Knopf. Schick mir mal einen Link an meine E-Mail-Adresse. Okay. Und wenn man dann auf diesen Link klickt, dann kann man ein neues Passwort setzen. Das heißt, die wahre sensible Stelle ist der E-Mail-Account. Das ist auf jeden Fall der wichtigste Account, den Personen so haben. Dann die nächste Schwachstelle sind, was gibt es überhaupt für Methoden, die Passwörter zurückzusetzen? Teilweise, ich hoffe, dass das nicht mehr viele Dienstanbieter machen, aber da gibt es sowas wie, du hast dein Passwort vergessen, sag mal bitte den Geburtsnamen deiner Mutter. Relativ einfach herauszufinden. Dein Lieblingstier, da gibt es nur 20, 25 im Zoo der Lieblingstiere. Und dein Geburtsdatum. Ja? Und zack, hat man so einen Account. Kann man alles über Wikipedia von Herrn Kubicki, könnte ich das schon rauskriegen. Als Beispiel. Auch sehr ärgerlich natürlich. Ja. Geburtsdatum wird häufiger angefragt, steht dann gerne mal irgendwo in Wikipedia. Keiner weiß, wo es herkam. Im amtlichen Einbuch des Bundestages. Dann gehen Sie als nächstes hin und aktivieren, wo es geht, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bedeutet, man kommt nicht mehr nur mit einem Passwort rein, sondern braucht noch einen zweiten Faktor,
der in der Regel sich aus Haben oder Sein zusammensetzt. Also ich habe ein Mobiltelefon oder Sein wird häufig realisiert über so biometrische Faktoren. Lassen wir das mal ganz kurz weg. Das führt am Ende nur noch zu größeren Verwirrung. Ja. Aber wenn Sie sowas haben, Sie kriegen per SMS noch mal einen Code zugesendet und müssen den auch noch mal eingeben. Das heißt, der Angreifer hat automatisch jetzt zwei Hürden zu überwinden. Er muss Ihre SMS empfangen und er muss das Passwort kennen. Solche Kleinigkeiten, die im Leben, im Alltag nicht besonders wehtun, können da eben am Ende diejenigen unterscheiden, die vielleicht nur mit einer Telefonnummer, einer Adresse und einer E-Mail-Adresse in so einem Leak auftauchen, von denjenigen, von denen dann am Ende persönliche Daten, E-Mails, Personalausweise, Passkopien oder sowas da liegen. Übrigens auch, alle denken, wo kommt der Scan von dem Pass her? Weil am Ende denken Sie kurz nach, wann Ihr Travel Agent oder irgendjemand Sie das letzte Mal nach dem Scan Ihres Passes gefragt haben. Die kommen im Zweifelsfall einfach aus dem Gesendet-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs. Genau. Das heißt, der E-Mail-Account ist eigentlich die wirklich sensible Stelle in der ganzen Geschichte. Da geht es auf jeden Fall los. Am E-Mail-Account geht es los. Und wenn man den Zwei-Faktor gesichert hat, einzigartiges Passwort gesichert hat, dann kann man anfangen, sich über den Rest Gedanken zu machen. Und da muss man ganz systematisch vorgehen, unterschiedliche Passwörter setzen, die alle sammeln, aufpassen, dass man, wenn der Anbieter so etwas mit diesen einfachen Wiederherstellungsfragen macht, dass man dort eben falsche Antworten gibt. Also nicht nur inhaltlich falsche, sondern eben auch einfach lange nicht dazu passende. Ja, also nicht einfach ein anderes Tier sagen und sagen, hahaha, sondern halt kein Tier. Ja, sondern einfach, ich habe 16 Zeichen für ein Tier, also nehme ich 16 zufällige Zeichen, das ist jetzt das Tier. Wie ist der Name Ihrer Mutter? Angela Merkel geben wir dann einfach an in Zukunft. Das wäre ja so eine Idee. Ich würde alles immer mit so lang wie möglich und so zufällig wie möglich machen. Da passt Annegret Kramp-Karrenbauer dann wieder, ne, an dem Punkt. Aber na, jedes Mal, wenn jedes Passwort, was Sie jetzt gesagt haben, nicht nehmen. Ja, das ist ganz, ganz schlecht. Okay. Robert Habeck reagiert jetzt, finde ich, sehr, sehr harsch darauf und sagt, ich melde mich einfach ab. Twitter weg, Facebook-Account weg. Wie finden Sie das? Also Facebook finde ich sehr sympathisch. Das sollte niemand machen. Warum nicht? Also bitte Sie, das ist ein Unternehmen, was Ihre persönlichen Daten, alles, was Sie da reinkippen, auswertet mit dem einzigen Ziel, Ihnen nachher irgendwelche Werbung zu präsentieren. Da habe ich einfach auch mit meinem Leben was Besseres anzufangen, als meine Daten so im Unternehmen anzufangen. Gut, aber was machen alle anderen ja auch, ne? Das macht Alphabet oder Google, das macht Instagram, das machen die alle. Ich denke, Facebook ist natürlich einfach, also Instagram, gut, gehört Facebook, gehört für mich in den gleichen Laden. Andere Unternehmen oder andere soziale Netzwerke haben wenigstens noch so eine Limitation in ihrem Anwendungsfall. Ja, also Twitter ist, du möchtest etwas in die Welt hinaus posaunen, zum Beispiel, dass du der größte Hacker der Welt bist und gerade oder der größte Präsident aller Zeiten. Oder der größte Präsident aller Zeiten. Vielleicht hatte Dorothee Bär da gar nicht so unrecht mit ihrer Einschätzung dieses Netzwerkes. Politiker, Journalisten und Psychopathen. Ich würde dann hoffen, noch als Journalist zu gelten. Das klingt gegen Sie, Herr Kubicki, haben Sie gemerkt. Bin ich bei Twitter. Ne? aber Facebook will natürlich, sagt, führe auch private Kommunikation über dieses Netzwerk. Ja? Schreibe Direktnachrichten mit deiner Familie. Genau. Verrate deine Freunde in Bildern, indem du sagst, das ist der. Ja? Also, wenn das die Hamburger Polizei macht über die Bild-Zeitung, dann regen wir uns zu Recht darüber auf. Wenn ein asoziales Netzwerk uns dazu auffordert, unsere Freunde in Bildern zu brandmarken, dann finden wir das super und machen alle mit. Also das sollte man. Wer sich um seine persönlichen Daten sorgt, der ist natürlich bei so einem Unternehmen nicht gut aufgehoben. Das ist erstmal grundsätzlich so. Ein Politiker, der jetzt sagt, ich möchte eine Reichweite haben, ich möchte vielleicht auch mal kurz das Geschehen kommentieren, der wäre unter Umständen natürlich, muss er sich fragen, ob er jetzt vielleicht nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und nicht vielleicht doch lieber sich bemüht, ein bisschen Rat anzunehmen von Leuten, die sich damit auskennen. Gibt's ja ein paar. Wie man so einen Account vielleicht sicher betreibt. Denn es ist ja immer noch so, dass die meisten Leute nicht gehackt wurden.
Und in der Tat, weil Sicherheitssysteme offenbar doch auch funktionieren. Es ist in der Regel bei den meisten Angriffen, muss ich tatsächlich sagen, so sehr mich die technischen Angriffe viel mehr interessieren. Also diese menschlichen Angriffe sind ein interessantes Feld, wenn man wirklich ein bösartiger Angreifer ist, was ich ja nicht bin. Ich versuche, meinen Tag damit rumzubringen, Schwachstellen zu finden, mit dem Ziel, dass sie danach weg sind. Und freue mich dann, die Welt ein bisschen besser gemacht zu haben und vor allem abends auch ruhig schlafen zu können, weil ich nicht irgendwie von Mama Computerverbot kriege, weil ich wieder Scheiße gemacht habe im Internet. Ja? Wenn man in den kriminellen Bereich geht, dann funktionieren dort die Angriffe meistens auch mit einer menschlichen Komponente. Dass irgendwo mal jemand gefischt wird, also mit einer falschen Seite dazu gebracht wird, sein Passwort einzugeben. Dass Menschen Fehler machen bei der Vergabe ihrer Passwörter. Oder dass, wenn man jetzt zwei Antworten weiß und man braucht nur noch das Geburtsdatum, dann kann man auch einfach mal anrufen, fragen. Ja, sagen Sie mir, wir müssen ganz kurz Ihre Daten bestätigen, geben Sie mal kurz Ihr Geburtsdatum. Menschliche Komponenten spielen bei den meisten großen Angriffen eine Rolle. So übrigens auch bei den Ransomware-Angriffen, die mehrere Unternehmen lahmgelegt haben. Da hat ja auch ein Mensch eine E-Mail geöffnet, die eigentlich dubios war, gut oder schlecht gefälscht, aber auf jeden Fall ein Köder, sie zu öffnen. Und diese menschlichen Komponenten, die werden wir im Zweifelsfall nicht los. Und als Psychologe mache ich mir natürlich Gedanken darüber, wie wir bessere Systeme für die Authentifizierung, für die Anmeldung, für die Sicherung unserer Systeme finden können, die nicht anfällig sind für unsere eigenen Schwächen, wie Passwort 123, wie überall das gleiche Passwort zu verwenden. So, und nochmal abschließend gefragt, also dieser 20-Jährige, der verdient ja kein Geld damit. Damit verdient man ja nichts. Nee, der und in Ihrer Szene, sagen Sie, ist das auch nichts, womit man groß sozusagen Ruhm und Ehre ernten könnte. Warum macht er das? Also in der Szene, aus der ich komme, gibt es einen ganz klaren Grundsatz. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Wer sich unseren ethischen Prinzipien verbunden fühlt, würde sich an solchen Maßnahmen nicht beteiligen. Und ich denke, da spreche ich für den sehr, sehr großen Teil des Chaos Computer Clubs, dass wir so etwas nicht tun. Es gibt eine ganze Reihe an Motivationen, die ich natürlich auch in meiner Sozialisierung als Hacker durchgemacht habe, wo man vielleicht zu Leuten aufschaut und vielleicht auch ein falsches Verständnis davon bekommt, was jetzt irgendwie einen coolen Hacker ausmacht. Auf jeden Fall, gerade in so jungen Jahren, versucht man ja irgendwie auch Ruhm und Ehre zu bekommen. Von mir aus irgendwie Pseudonym. Andere gehen hin und sprühen irgendwelche Namen an jede Wand. Und denen tut es im Zweifelsfall dann am Ende auch leid, für diese Namen, diese Ruhm und Ehre gesammelt zu haben. Was diese offenbar Freude daran angeht, diesen Menschen auch in der Öffentlichkeit eben dieses Leid zuzufügen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe mit einigen der Betroffenen von diesen Angriffen Kontakt und kann nur sagen, das will man Menschen auch wirklich nicht antun. Ja, es wäre eine Sache, vielleicht politisch motiviert, sagen wir mal, eine Politikerin oder einen Politiker zu hacken, gezielt das Postfach durchzustöbern und vielleicht einen politischen Skandal am Ende zu offenbaren. Das wäre irgendwie eine Sache, wo man unter Umständen am Ende irgendwo vielleicht noch eine ethische Ebene zu finden kann. Aber dann auch noch gezielt auf die privaten Accounts zu gehen, auf die Kinder zu gehen. Das ist halt, ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn der junge Mann viel früher die Aufmerksamkeit bekommen hätte, nach der es ihm ja hier irgendwie gedürstet hat. Jetzt hat er die Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist ihm jetzt auch nicht so recht. Und hoffe halt, dass er vielleicht irgendwie in Zukunft einfach andere Wege auch findet, für sich selber im technischen Bereich und im Hacking-Bereich was zu finden, woraus er irgendwie Motivation von der dunklen Seite der Macht auf die andere zu wechseln. Das wäre doch mal eine Idee. Danke Ihnen sehr herzlich.